So, ihr trinkt mal kurz euer Tränkchen. Und dann werden wir uns auch schon mal wieder ausruhen müssen. Denn das Magiebrechen ist weg. Das werden wir jetzt für fast jeden Kampf brauchen. Und die Heilzauber sind auch weg. Aber vorher gucken wir, was er dabei hat. Wahrscheinlich eine Robe und... Nö, der war Nakidai. Na gut. Das hinterfrage ich jetzt mal einfach nicht. Schlafen. Oh, schick. Auch wenn die schlimmste Begegnung hier wahrscheinlich eh nur Winterwölfe oder Polarbären sind. Ich denke nicht, dass sie Zufallsmagier engagieren. So, Fallen suchen, da lang. Türen sind hier keine, oder? Das sieht so aus, wenn da ein Raum wäre. Wo sind wir eigentlich? Wir sind schon ziemlich weit drin. Das ist auch die Frage, wo der Umhang ist, ne? Wahrscheinlich hat irgendeiner der Magier den. Weil die Insel ist ziemlich klein und das Labyrinth, wenn man hier Jahre verbringt, wahrscheinlich einem auch. Das heißt, die werden jede Ecke auf den Kopf gestellt haben. Und alles, was es so an magischen Gegenständen und Gegenständen allgemein gab, wird irgendeiner von denen haben. Zum Tauschen oder Benutzen. Hm, na gut, keine Falle. Aufrücken. Ich schätze, ihr seid am Ende. Noch ein Halbnackter. Oh, sieh einmal an. Hallo. Und wer mögt ihr wohl sein? Mal wieder so ein launischer Zauberschlingenwerfer, der nach einem Fluchtweg sucht? Oder doch bloß ein nach Zauberkraft hungernder Trottel, der versucht, die Türen von der falschen Seite zu öffnen? Sagt mir, Krieger, warum befindet sich das, was man sucht, immer an dem Ort, an dem man zuletzt nachsieht? Dieser Ort muss eure Sinne verwirrt haben. Auch ihr scheint nicht freundlicher als die anderen hier zu sein. Den anderen hier geht es genau wie mir. Wir verstehen diesen Ort nicht. Wir verstehen diesen Ort nicht? Ich dachte, ihr versteht ihn sehr wohl. Ihr wisst, dass ihr halt nicht weg könnt. Egal, sie verstehen den Ort nicht. Wahrscheinlich könnte nicht einmal der Ort selbst seinen Zweck erklären, selbst wenn er Fragen beantworten könnte. Es ist gut, dass ich nicht so schnell verzweifle wie die anderen. Und ich fürchte das Unbekannte auch nicht so sehr wie sie. Wenn dieser Ort magische Energie anzieht und ich mich hier in seiner Mitte befinde, dann muss ich daraus folgern, dass er magische Energien auf mich überträgt. Ha? Huh? Naja, irgendwie macht das schon Sinn. Also du hast einen Punkt in der Mitte, der zieht Magie an. Und wenn man sich in dem Punkt befindet, müsste man eigentlich die ganze Magie haben. Aber so wird der Ort nicht funktionieren. Die Zeit wird kommen, da ich sie mir nutzbar machen werde. Und die Zeit wird kommen, da ich diesen Ort verlassen werde. Schon jetzt weiß ich mehr über diesen Ort als alle anderen. Ich kann Dinge sehen. Dinge, die andere nicht sehen können. Sowas ist nicht gut. Außer man ist wirklich ein mächtiger Magier, dann kann man ruhig Dinge sehen. Wenn wir ihn fragen, wird er es nicht sagen, weil es ist ein wichtiges Wissen. Wir fragen jetzt einfach mal nach dem Umhang. Ihr scheint viel zu wissen. Könnt ihr mir vielleicht auch sagen, wo ich Chandalas Umhang finden kann? Ich muss ihn einfach finden. Ach, tatsächlich. Und er kommt nicht selbst, um ihn zu holen? Natürlich nicht. Er konnte diesen Ort nur verlassen, indem er seine mächtigste Kräfte zurückließ. Sehr clever, euch zu schicken, da ihr weniger Zauberkräfte habt. Und ich zweifle nicht daran, dass er euch hier herausholen wird mit einer Art Fokussierung. Er wird dafür seine Zauber an einem anderen Ort konzentrieren, sobald ihr eure Aufgabe erfüllt habt. Hab ich euer Transportmittel erraten? Kennt ihr es überhaupt? Ja, scheint ein ganz gewitzter zu sein. Jetzt ist eigentlich alles schon vorbei. Er wird den Stein haben wollen. Woher wisst ihr diese Dinge über mich? Den anderen hier geht es genauso wie mir. Wir verstehen diesen Ort nicht. Ah, okay, das hatten wir eben gerade schon mal. Fragen wir wieder nach dem Umhang und... Das ist ganz und gar unwichtig. Ich muss eine Aufgabe erledigen und ihr seid mir dabei im Weg. Ignoriert ihr mich, ist es eure eigene Schuld. Mir entgeht hier nichts und ich sehe viel mehr als ihr. Ich bin schon lange hier und ich habe meine Zeit gut genutzt. Einige brechen zusammen oder werden verrückt. Aber ich habe viel gelernt. Ob ich diesen Ort verstehe? Nein. Aber ich fange langsam an, ihn zu begreifen. Er bewahrt, was er anzieht, für eine lange vergessene Geschichte. Vielleicht kann ich ihn dazu
kann ich ihn bezwingen, wenn sie mir einfällt. Vielleicht auch nicht. Ihr seid bloß ein Eindringling, ein Bote, und die Zauberkraft eines anderen von weit her wird euch hier wieder rausholen. Tut, was ihr tun müsst, ich kann dabei nur gewinnen. Gewinne ich, bin ich frei. Verliere ich, bin ich befreit. Ja. Aber das macht immer nicht alleine. Ich gehe erstmal wieder zurück. Dann kommt Düner hier dahin. Alle greifen den Winterwolf an. Und Düner hier wirft Furchtbann. Jahira wirft Furchtbann. Aber nicht, wenn sie angegriffen wird. Wir sollten die Krieghammer durchlassen. So, jetzt wirfst du Furchtbann. Schon besser. Und ihr dürft den Wolf ruhig wieder angreifen. Der Magier macht nichts. Na gut. Alle dahin. Dimensionstor. Und was macht er da? Das war wahrscheinlich Furcht. So, alle hinter ihn, alle drauf. So weit, so gut. Kriegt viel Schaden und ist tot. Mehr Wölfe. Die Fernkämpfer erstmal. Oh, die sind verwirrt. Nicht gut, dann machen wir mal Gebrechen. Die Krieger laufen so lange schon zum Wolf. So, ihr drei weg da. Magiebrechen ist echt super praktisch. Das hätte ich auch gerne öfters im Zauberbuch, aber die Alternative wäre, wir würden Feuerball weg. Ja, Eile ist auch wichtig, damit wir zähe Gegner niederprügeln können. Und Feuerball ist halt Feuerball. Auch wenn wir in letzter Zeit ihn recht selten benutzt haben. So, alle auf den. Wer hat jetzt noch viel Platz? Ja, Minz kann die Fälle einsammeln. Das sind ja jedes Mal 500 Goldmünzen, ne? Am Eingang liegen, glaube ich, auch noch welche. So, na komm. So, jetzt schauen wir mal, was für ein Umhang das da ist. Vielleicht ist das ja schon Chandalas. Und eine Notiz. Deskiels Schriftrolle. Kritzel, kritzel, kritzel. Wie ein rechter Mann der Magie. Die Mauern werden euch halten, es sei denn, ich gehe durch sie. Ein Boot ich wollt aus Rut und Rind, nicht brennen in der Früh. Ich bleibe lieber an diesem Ort, als auf mich zu nehmen die Mühe. Dummköpfe gibt es viele an diesem Ort, und noch mehr werden kommen. Ich werde grüßen und nehmen, was da kommt. Und am Ende werde ich da alles haben? Oh ja, ich denke wohl. Ich spotte eures Gefängnisses, als ob ihr euch die Mühe machtet, mir zuzuhören. Seid ihr überhaupt hinter der Mauer? Ich sehe eure Symbole am Himmel, aber ich sehe dort auch andere. Mystra, Göttin der Magie, meine magische Schöne, warum behandelt ihr eure Kinder so? Gebt ihr nur einen Funken Magie, damit er nicht verwendet werden kann. Eine Lektion in Demut für die auf dem Weg zu wirklicher Macht? Sollen wir alle Gewänder und Zauberstäbe und Knüppel ablegen oder auf ewig in eurem Egoismus und Stolz gefangen sein? Vielleicht. Aber ich will nicht das ablegen, was ich verdient habe, nur um erneut die Himmel zu begehen. Ich werde hieraus profitieren, ich werde euch außerhalb der Spielregeln besiegen. Dieser Ort wird mir früher oder später alles geben, auch wenn ich es nirgendwo anders hinnehmen kann. Nein, ihr könnt es nicht fortnehmen mit euch, aber ihr könnt bei ihm bleiben und es gut festhalten. Vielleicht mit Hilfe von außen? Pah, niemand außer denen, die gelernt haben, können diesen Ort je wiederfinden. Und sie werden den Unterricht nicht stören. Ich werde mich nicht beugen. Ich werde im richtigen Moment angreifen und zurückschlagen. Demut ist so demütigend. Und ich werde es nicht länger erdulden. Ohnmächtige Macht ist verlorene Macht. Immer noch vorzuziehen. Natürlich, vielleicht hören die Mauern solche Ausführungen nicht zu. Und mein Schreiben ist zwecklos. Macht nichts, denn morgen werde ich alles wegwischen und neu schreiben. Meine Verse werden besser. Jeder braucht schließlich einen Zeitvertreib. Ja, Und ist da der Umhang, den wir suchen? Chandalas Umhang. Das ging ja schnell. Dieser Umhang hat der mächtige Magier Semia ursprünglich von Chandala gestohlen. Vermutlich wegen der starken Zauber, die in den Stoff eingewebt sind.
Wie er jedoch in eurem Besitz kommt und was aus Semir geworden ist, weiß man nicht. Wir wissen es schon und wird es vermutlich auch nie herausfinden. Das gleiche gilt für die Wirkung der Zauber des Umhangs, die auch für mächtige Magier ein Rätsel darstellen. Naja, der, den wir gerade umgebracht haben, hat ja angedeutet, da geht's raus. Er hat angedeutet, dass Chandala einen mächtigen Teil seiner Magie hier gelassen hat, um zu entkommen. Also hat er vielleicht einfach nur einen sinnlosen, sehr mächtigen Zauber in den Umhang getan, um dadurch hier nicht mehr festgehalten zu werden, und hatte dann aber immer noch genug Magie, um sich wegzuteleportieren. Recht clever, müsste ich schon sagen, ja. Da ist eine Sackgasse. Na gut, gucken wir mal kurz, wo der Gang dahin führt. So, abspeichern wäre auch nicht schlecht. Nur für den Fall, dass wir jetzt gleich rausteleportiert werden. So. Derselbe Eingang. Oh. Ja, das meinte ich. Nee. Ich würde das dort doch ganz gerne noch zu Ende erforschen. Warum ist da eine magische Kugel? Der Skiel durch ein Schild geschützt. Nee, der Skiel ist tot. Es ist nur noch ein Haufen Fleisch. Na gut. Wir wollten weiter gucken. Immerhin da lang. Macht mal Platz, genau. Nach Fallen suchen. Weil allzu groß kann das hier nicht mehr sein. Hier drin werden noch ein paar Räume sein und vielleicht hier noch. Das ist alles ja nicht begehbar. Das ist schon der Rand. So, keine Falle. Oh, Sackgasse. Na super. Hier unten waren wir schon. Das heißt, wir können jetzt den langen Gang wieder zurück. Bis zu dem Raum hier. Dann können wir mal kurz Haste werfen. Oder... Ja, hast. So. Und los geht's. Chop, chop. Was ich cool finde hier, die 7-Meilen-Stiefeln und die Haste stacken zusammen. Also ist er richtig schnell. Ich glaube, im zweiten Teil haben sie das gefixt. Aber er ist hier echt so wie ein Eichhörnchen auf Speed gerade. Ja. So, da geht's noch lang. Da kann Immerhin gleich mal gucken. Und dann geht es hier auch noch lang. So, langer Gang. Kennen wir ja schon. Aber wenn ich es rechtzeitig sage, sind da keine Fallen, ne? So, das scheint jetzt hier mal kleiner zu werden und endet bestimmt in einem Raum. Wölfe. Komm mal mit. Oh, die sind ganz schön weit hinten. Da wird der Wolf nicht hinterherkommen. So, dann geht mal die Krieger vor. Oh, ist doch hinterhergekommen. Jedenfalls ein Stückchen. Da fehlt einer, oder? Ja, Jungs und Mädels, kommt mal zurück. Geht da hin. Ihr beiden auch. Und Minska will den Pelz aufsammeln. So. Ihr alle jetzt in den Raum und so. Ich schätze, ihr seid am Ende. Kuscheu, bitte tötet mich nicht. Bitte, 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 bitte. Okay. Oh, wir können ihn veräppeln. Nee, das machen wir nicht. Beruhigt euch, Freund. Wir haben keinen Grund, euch etwas anzutun. Warum seid ihr hier? Ihr wurdet nicht gesandt, den armen Kuscheu zu töten? Wir sind nur gekommen, um etwas zu holen. Sobald wir es gefunden haben, machen wir uns auf den Rückweg. Ach, ihr seid hier nicht gefangen? Ich bin Kuscheu, der Peiniger von Lachom, der Schänder von Surg. Selbst ich mit meiner mörderischen Kraft kann nicht entkommen. Wir haben da so unsere Ideen, Kuscheu. Habt ihr vielleicht einen Umhang gesehen? Der in unserem Rucksack liegt?
Ein Schlüsselstein, natürlich. Meine Freunde, ich bin hier schon viel zu lange gefangen. Denkt doch nur an meinen Ruf. Kuschol, werden sie sagen. Was für ein mystischer Magier seid ihr. Und dann sage ich, es ist nicht meine Schuld, es ist das blöde Eis. Ha, komischer Typ. Und dann antworten sie, ihr seid ein Verlierer, Kuschol. Nichts weiter als ein Narr, wenn ihr versteht, was ich meine. Versteht ihr nicht? Mein Ruf, ich muss diesen Schlüsselstein haben, ich muss hier weg. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn wir wirklich jemandem einen Schlüsselstein geben. Dann kommen wir hier gar nicht weg. Wir können euch nicht helfen, Kuschol. Auch wir müssen diesen Ort verlassen. Aber es ist so kalt. Merkt ihr das nicht? Es ist kalt. Und warum gibt sich Kuschol bloß mit diesen Schurken ab? Nun gut, ich muss diesen Schlüsselstein haben. Ja, und er greift an.